Herzlich willkommen zu unserem Livington Prime Everyday Anwendervideo. In diesem Video erfahren Sie, wie Livington Prime Everyday richtig angewandt wird und Sie erhalten nützliche Tipps zur Handhabung. Los geht's! In der Verpackung finden Sie das Gerät inklusive Akku, eine Bürstendüse, eine Fugendüse, eine Flexidüse, eine Aufbewahrungsstation und ein Ladekabel. Vor der Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die Bedienungsanleitung gründlich zu lesen. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch folgende Anwendungshinweise. Aufbewahrungsstation auf einer ebenen Fläche abstellen, nicht zur Wandmontage geeignet. Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen. Bitte das Gerät nach vollem Aufladen abstecken, um eine verkürzte Lebensdauer des Akkus und Leistungsabfall zu vermeiden. Universalsauger nur verwenden, wenn beide Filter korrekt angebracht sind. Lüftungsöffnungen am Gerät während des Betriebs nie abdecken. Kommen wir nun zur Anwendung. Aufladen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Schließen Sie das schmale Ende des USB-Kabels an die Ladebuchse des Universalsaugers an und verbinden Sie das breite Ende des USB-Kabels mit dem Stromadapter. Schließen Sie den Stromadapter an eine Steckdose an. Während des Ladevorgangs blinken die LED-Anzeige und die Akkuladeanzeige blau. Ladedauer ca. 3 bis 4 Stunden. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten beide Anzeigen durchgehend blau und das Gerät kann vom Strom getrennt werden. Media Shop Hinweis: Sobald der Akku schwach ist, blinkt die LED-Anzeige. Bitte laden Sie das Gerät dann so schnell wie möglich. Wird das Gerät längere Zeit nicht verwendet, sinkt der Ladezustand des Akkus ab. Bitte den Akku alle 6 Monate ein- bis zweimal aufladen. Ein- und ausschalten und Leistung regulieren. Erstens, einschalten. Betätigen Sie die Ein-Aus-Taste, um den Universalsauger einzuschalten. Das blaue Betriebslicht leuchtet auf, das Gerät läuft auf der ersten Leistungsstufe. Hinweis: Nachdem Sie die Ein-Aus-Taste betätigt haben, kommt es zu einer 1- bis 2-sekündigen Verzögerung, bis der Motor seine volle Leistung entfaltet. Dies ist eine Schutzmaßnahme und stellt keinen Defekt dar. Zweitens, Leistung steuern. Betätigen Sie die Plus-Minus-Taste einmal, um die höhere Leistungsstufe zu aktivieren. Um zur ersten Leistungsstufe zu wechseln, betätigen Sie die Plus-Minus-Taste erneut. Drittens, ausschalten. Betätigen Sie die Ein-Aus-Taste erneut, um das Gerät auszuschalten. Die Betriebs-LED schaltet sich mit dem Gerät ab. Verwendung von Zubehör. Erstens, schieben Sie den gewünschten Aufsatz bis zum Anschlag in die Ansaugöffnung des Geräts. Es sind folgende Aufsätze vorhanden. Fugendüse. Die Fugendüse eignet sich für die Reinigung von Fugen, Sesselleisten, Auto, Ecken etc. Bürstendüse. Die Bürstendüse eignet sich für die Reinigung von Sofa, Sessel, Kratzbäumen, Tierbetten, empfindlichen Oberflächen etc. Lange Flexidüse. Um die Flexidüse zusammenzubauen, schieben Sie das Endstück auf das eine und das Anschlussstück auf das andere Ende der Stange der Flexidüse. Achten Sie darauf, dass beide Teile festsitzen. Dieser Schritt ist natürlich nur bei der ersten Verwendung notwendig. Die Endstücke können dann für immer montiert bleiben. Tipp: Sollten Sie Probleme haben, die Teile aufzustecken, können Sie die Stange kurz in warmes Wasser tauchen, um das Material etwas zu erweichen. Das Wasser sollte nicht zu heiß sein, um eine Verformung der Stange zu vermeiden. Trocknen Sie die Stange ab, bevor Sie die Flexidüse zusammenbauen. Die Flexidüse eignet sich für die Reinigung schwer erreichbarer Stellen, zum Beispiel Gardinenstangen, engen Zwischenräumen etc. Zweitens, schalten Sie das Gerät in der gewünschten Powerstufe an. Für die Reinigung von Polstermöbel empfehlen wir die niedrigere Leistungsstufe. Drittens, schalten Sie den Staubsauger nach Gebrauch ab und nehmen Sie die Düse ab. Entfernen Sie direkt nach Gebrauch jegliche Schmutzrückstände, zum Beispiel Haare, Flusen von der Bürstendüse. Sie können die Fugendüse und Bürstendüse bequem an der Aufbewahrungsstation aufstecken. Staubfangbehälter entleeren.
Mediashop Hinweis. Um Verstopfungen und Abfall der Saugleistung zu verhindern, empfehlen wir, den Staubfangbehälter nach jedem Gebrauch zu entleeren. Schnellentleerung. Erstens schalten Sie das Gerät ab. Zweitens halten Sie den Staubsauger mit der Ansaugöffnung nach unten über einen Abfalleimer. Drittens drücken Sie die Schnellentleerungstaste am Behälter, um den Staubfangbehälter bequem zu entleeren. Viertens klappen Sie den Deckel des Staubfangbehälters wieder fest nach unten, bis dieser mit einem Klickgeräusch einschnappt. Achten Sie darauf, dass der Behälter gut verschlossen ist. Staubfangbehälter Entnahme. Mediashop Hinweis. Um den Staubfangbehälter von groben, hartnäckigen Verschmutzungen zu befreien, können Sie den gesamten Behälter abnehmen und abspülen. Achten Sie darauf, dass der Behälter komplett trocken ist, bevor Sie ihn wieder am Gerät anbringen. Erstens schalten Sie den Universalsauger ab. Zweitens halten Sie den Staubsauger mit der Ansaugöffnung nach oben. Drittens betätigen Sie die Entriegelungstaste einmal und nehmen Sie den Staubfangbehälter ab. Viertens greifen Sie nun den kleinen Metallbügel an der Filtereinheit und ziehen Sie die Einheit heraus. Nun können Sie den Behälter einfach entleeren und gegebenenfalls spülen. Alternativ können Sie auch die Schnellentleerungstaste betätigen. Hinweis: Spülen Sie den Staubfangbehälter nur ohne Filtereinheit. Filtertausch, Reinigung. Erstens achten Sie darauf, dass das Gerät abgeschaltet ist. Zweitens entfernen Sie den Staubfangbehälter, wie zuvor beschrieben, aus dem Gerät. Drittens entnehmen Sie nun die Filtereinheit aus dem Behälter, indem Sie den kleinen Metallbügel an der Einheit nach oben klappen und daran ziehen. Viertens Filter trennen. Halten Sie den Metallbügel mit einem Finger, die Kunststoffabdeckung des Edelstahlfilters sollte nach oben zeigen. Achten Sie auf die Markierungen am Edelstahlfilter und drehen Sie den Edelstahlfilter etwas nach links Richtung offenes Schloss und trennen Sie somit die Filter. Nun können Sie den HEPA-Filter entfernen bzw. die Filter reinigen. Fünftens, neuen HEPA-Filter einsetzen. Um einen neuen HEPA-Filter einzusetzen, setzen Sie diesen in den Edelstahlfilter. Achten Sie dabei auf die Halterung im Inneren des Edelstahlfilters. Drehen Sie nun den Filter im Uhrzeigersinn fest, bis er hörbar einrastet. Wir empfehlen, den HEPA-Filter alle 6 Monate zu tauschen, bei häufigem Gebrauch auch früher. Beide Filter, Metallfilter und HEPA-Filter, müssen gründlich gereinigt werden, anderenfalls könnte die Saugleistung schwächer werden. Akkutausch. Erstens schalten Sie das Gerät ab. Zweitens betätigen Sie die Akku-Entriegelungstaste an der Unterseite des Geräts. Drittens fassen Sie die goldene Kappe am Griff und ziehen Sie den Akku aus dem Gerät. Viertens setzen Sie den neuen Akku ein. Achten Sie darauf, dass der Akku fest einschnappt. Reinigung. Stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass das Gerät von der Stromzufuhr getrennt und ausgeschaltet ist. Hier sind die Reinigungsempfehlungen für die verschiedenen Bauteile. Gerät und Aufbewahrungsstation. Mit einem feuchten, weichen Baumwolltuch abwischen, mit Wasser oder einem neutralen Reiniger, ohne das Wasser oder Reiniger eindringen und Schaden verursachen. HEPA-Filter. Erstens, klopfen Sie den Filter vorsichtig aus bzw. säubern Sie ihn mit einer weichen Bürste. Reinigen Sie den Filter immer, nachdem Sie feinen Staub, wie zum Beispiel Mehl, aufgesaugt haben. Zweitens, reinigen Sie den Filter unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn bis zur nächsten Verwendung vollständig trocknen. Niemals einen feuchten Filter einsetzen. Edelstahlfilter. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Edelstahlfilter zu reinigen, oder spülen Sie ihn unter fließendem Wasser ab. Der Filter muss komplett trocken sein, bevor er in das Gerät eingesetzt wird. Mediashop-Hinweise. Sollte das Gerät nicht mehr laufen, stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen wurde und das Gerät eingeschaltet ist. Lässt die Saugkraft nach, leeren Sie den Staubfangbehälter aus oder säubern Sie beide Filter. Sollte Staub während des Betriebes austreten, schalten Sie das Gerät aus und tauschen Sie den Filter oder stellen Sie sicher, dass der Staubfangbehälter richtig eingesetzt wurde. Retournieren Sie das Gerät nicht. Sollten Sie bei der Anwendung Schwierigkeiten oder Fragen haben,
kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0800 376 36 06 oder senden Sie eine E-Mail an kundendienst@mediashop.tv. Falls Sie das Produkt noch nicht erworben haben, finden Sie unterhalb des Videos den Link, der direkt zum Livington Prime Everyday führt. Und nun wünschen wir Ihnen viel Erfolg mit Livington Prime Everyday und hoffen, unser Anwendervideo war Ihnen eine Hilfe. Ihr Media Shop Team.